Moin Moin Leute, ich bin Lico's Brain oder Fotojanik und es ist mal wieder soweit. Es ist kurz vor Mitternacht und es ist Zeit für... Richtig! Wir spielen heute nämlich das wundervolle Indie-Horror-Game Kiosk. Also wir dürfen uns einfach einmal so fühlen wie ein Kiosk-Mitarbeiter, Inhaber, man weiß es nicht. Tag Nummer 1. Okay, wo sind wir? Wir sind irgendwie in der Küche anscheinend mit Grab... Huh. Alter. He follows me home every night. I don't know what to do anymore. Ja, eine gute Idee wäre auf jeden Fall das Messer mitzunehmen, I guess. Don't trust him. Okay. Open Cookbook. Cut. Burger, Coffee. Mhm. Ja, schönen guten Tag. Hello. Hey, kid. It's Michael, your boss. Just wanted to say good luck on your first day here. Last guy didn't last very long, but I hope you will. He was reporting some paranormal activities in the area. And one day, he just stopped showing to work. I didn't hear from him again. He even left some notes on the walls. Just ignore them. Na klar, jetzt sind die Notizen. If you need help with any recipe, you can check it out in our cookbook on the table. And if you need any ingredient, there's always more in the storage room. We close at 12, don't forget to lock the door. Okay. Okay, wir können hier die Sicherung an- und ausschalten. Hier haben wir unser Essen. Und hier kommt jemand hin und... Tag. Hey, didn't see you around here. You must be the new guy. I don't usually go alone at nights like this, but I'm hungry. Du gehst kurz vor Mitternacht an irgendeinen Kiosk für ein Hotdog. Surely. Halle. Alter, was muss man denn alles machen für einen Hotdog? Seid ihr verrückt? Hot cut. Hotdog. Dog and a hot dog and a bun and the ketchup. Okay. Junge, was weiß ich denn? Hotdog Package. Das ist das Wichtigste. Throw. Pupp. Müssen wir das jetzt schon aufschneiden? Ui, ein Raw Hotdog. Okay. Wo haben wir unser Brot? Hier ist unser Bun. Hey. Vielleicht sollten wir es ablegen. Schmeißen. Cooked Hotdog. Sehr gut. Ja, das sieht noch nicht ganz so gut aus. Ich glaube nicht, dass wir es cutten müssen. Ich weiß nicht, ob hier... Ketchup. Mustard. Use. Boah, das ist ja großartig. Gut, und da soll jetzt noch Lettuce drauf? Das glaube ich nicht. Wer macht denn so fett... Das ist für einen Burger. Auf dem Hotdog kommt ja wohl nur... Ich finde das ein bisschen verwirrend, wie das hier alles aussieht. Hotdog. Grill. Ja, ich denke, die wird damit zufrieden sein. Hier, bitte sehr. Can I get one plain hotdog, please? I didn't ask for ketchup. Be careful with that. Bro, ich habe gerade ein Messer in dich reingeworfen. Was für be... Damn, was ein Trick. Was für be careful. Okay, also wir sollen die Notizen nicht beachten, wurde gerade gesagt. Ich wollte keinen Ketchup. Okay, sorry. Sorry, wie wär's, wenn du ein bisschen Mustard in dein Gesicht kriegst, du Blödmann. Okay, cooked Hot Dog. Sehr gut. Nochmal hier ein Bun. Und pup. Und pup. Wenn die jetzt sagt, die wollte keinen Senf, ne? I didn't ask for mustard. Yannick, sie hat recht. Sie hat nicht danach gefragt. Es stimmt. Es stimmt. Sie hat nicht danach gefragt. Du hast einfach Senf drauf gemacht, obwohl sie nicht gefragt hat. Es stimmt. Es stimmt. So, hier, bitte sehr. Thank you so much. It looks delicious. Here, keep the change. Boah, der sah richtig ungeil aus. Das war einfach... Ach, du Scheiße. Oh. Heia, de Witzkalumbano. Alter. Okay, der hat gesessen. Der war ein bisschen gruselig. Hallo. Möchte jemand einen Burger? Hallo? Someone want a burgie? A leck burgie? Hello? Someone? Hey! Moin! Hey man, give me a burger with cheese. Okay, ein Burger with cheese. Dafür muss ich erstmal kurz ein neues Burgerpaket aufmachen. Das klatschen wir hier schön hin. Dann nehmen wir uns ein leckeres Messer und... Ich hoffe, es ist okay für Sie, dass der Burger auf dem Boden lag. Das ist unsere Spezialität, der Bodenburger.
wissen die wenigsten. Mit Cheese, haben sie gesagt. Okay, wo finden jetzt Käse? Wahrscheinlich auch auf dem Boden, wa? Verstehen Sie, das war ein Witz. Okay. Käse. Gut, das müssen wir auch einmal aufschneiden. Also Kaffee. Lecker Käse. Müssen wir den Käse auch anbraten? Way, oh, nee, müssen wir nicht. Okay. Okay, Bun ist da. Burnt Burger. Och nö, jetzt ist der verbrannt. Ach Gott. Halleluja. Ich hätte nicht gedacht, ich dachte, ich mache hier heute ein entspanntes, chilliges Indie-Horror-Video. Jetzt muss ich hier richtig ackern. Was soll denn das? Mann, man guckt Burger. So, bitte sehr. Mit Cheese. You're a lifesaver. I already like you more than the other guy. Here you go. Danke, Mann. I left a little tip. Och, danke. Das ist so lieb von dir. Ich habe mal noch ein Messer, falls der nochmal kommen sollte. Gar kein Problem für mich. Wenn irgendwer kommt, dann werfe ich das Messer. Und zwar so. Der wirft das aber auch straight up. Junge, der hat einen guten Wurf drauf. Grill Coffee. Okay, Coffee. Oh, yo. Guten Tag, schicke Brille. Give me a coffee, burger and a hot dog. Both with only ketchup. Hurry up. Okay, both with only ketchup. Mhm. Interessante Wahl, mein Freund. Both with only ketchup. Und einen Coffee wollte er auch noch haben, ne? Okay, zack. Wo ist der Ketchup überhaupt hin? Ich weiß, also Real Talk, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich den Ketchup hingefeuert habe. Es kann sein, dass wir keinen Ketchup mehr haben, Junge. Eher. I'm very sorry. So, der Käse kommt schon mal weg. Am Ende kommt er noch aus Versehen rauf. Hier müssen wir ganz genau drauf achten, weil der Burger guckt ja anscheinend ziemlich schnell über. Das ist der größte Horroranteil. So, wo ist die Ketchupflasche? Das kann doch nicht sein. Sag jetzt nicht, ich habe die Ketchupflasche aus dem Spiel gejietet. No. Och, komm schon. Selbst die Senfflasche ist weg. Ah ne, die ist noch hier. Ja. My mans, es tut mir sehr leid. Ketchup ist weg. Haben wir nicht mehr. Burger Package, Cheese Cup, Mustard. Ah, wenn da Mustard ist, dann müssen wir... Ketchup, ein Lifesaver. Gott. Das Spiel hat an alles gedacht. Na, ein Glück. So. So, wir droppen den hier nochmal. Da soll auch Ketchup drauf. Wir droppen den hier, uppala, auch. So, und jetzt soll ich noch einen Kaffee machen. Wie funktionierte der Kaffee? Coffee in einem Cup und dann da rein und Lid oben drauf. Okay. Zack. Coffee Capsule. Drücken. Lid oben drauf. Willst du in deinen Kaffee auch Ketchup haben oder ist das eher so ein Non-Ketchup-Kaffee? Das müsste ich noch wissen. So, einmal hier dein Kaffee, bitte sehr. Einmal hier ein Hotdog mit Ketchup und ein Burger mit Ketchup. Thanks, man. You're the best. You did a great job. Wait. Who's that behind you? Komm, hör auf mit so einem Kack. Und er ist weg. Das hat er jetzt gemacht, um nicht zu bezahlen. Moin. I love the smell of rain. One hot dog with lettuce and ketchup. And a cold soda. Okay. Lettuce and ketchup sollten wir hinkriegen. Yep. Muss ich das noch weiter schneiden? One hot dog with lettuce and ketchup. Ich weiß nicht, wie der Lettuce da reinkommen soll, ehrlich gesagt. Nein, burnt! Oh, frick! Der burnt aber auch echt ziemlich flott. Muss man auch dazu sagen. Ja, also der Lettuce kann da anscheinend einfach rein. Ja gut, vielleicht muss erst der Hotdog rein, damit man dann den Lettuce dazu klatschen kann. Also, zack. Oh, guck mal. Nochmal einmal bitte. Lettuce und Ketchup. Gut. Ich frage mal lieber nach, bevor ich zu viel Ketchup irgendwo reinmache. Ist die Ketchupflasche schon wieder weg? Die Ketchupflasche ist cursed. Ich sag es euch. So. Ketchup. Ich schmeiß sie jetzt hier auf den Boden, damit ich sie wiederfinde. So, und eine kalte Soda. So, einmal hier, bitte sehr. Und einmal hier, bitte sehr. Thanks! Hey, can I ask you something? Sure. Aren't you scared working here alone after hearing what happened to the last guy? What happened to him? You don't know? No.
He was my friend. They say he went crazy, started seeing things. The last time I saw him, I could really see fear in his eyes. Anyways, gotta go. But... Ich sehe auch Dinge hier. Langsam geht's aber los. Eieiei. Und ich dachte, die Arbeit wäre hier das Schlimmste, aber nein, jetzt sehen wir auch noch irgendwelche komischen Gestalten hier rumwandeln. Junge, Junge, Junge. Wie spät ist es? Die Uhrzeit hat sich nicht verändert. Moin. Guten Tag. My wife just left me. Okay. Ist das ein Code für einen Hotdog oder? I need something to kill the pain. Give me 5 beers. Okay, Bruder. Okay. Also, ich weiß nicht, ob ich das gerade unterstützen sollte. Aber hey. I guess. 3. 4. Du bist auch ein ganz schön schneller Trinker, weißt du das? 5. Thanks. See you around. Okay. Gut. Ey. Schiff zu Ende. Day 2. Okay. 2. Tag. Schön, schön, schön. Habe ich auch wahrlich abgeschlossen. Ich hoffe doch. Die Ketchupflasche steht tatsächlich noch hier. Müssen darauf achten. Moin. Give me a hot dog and a cold beer. Hey, it's you again. Last time you ran off and didn't pay. I won't serve you again unless you pay. Did you just refuse to serve your master? Bruder, was? You made a huge mistake. You will pay for this. Okay. Gut. Ich denke, ich werde... Hilfe. Ich denke, ich werde heute wohl in diesem Laden abgestochen. Did you know that crocodiles can't stick their tongues out? Du bist der Witzige auf Partys, ne? Mhm. They also can't chew. So they eat rocks to help them digest. Can I get 2 burgers? One with lettuce, ketchup and mustard. Oh, was eine anstrengende Bestellung jetzt schon. And one with cheese, lettuce and ketchup. Ich muss dich gleich nochmal fragen, was du haben willst, weil du, Blödmann, so spezielle Wünsche hast. Normale Menschen nehmen einfach nur so einen Burger mit, keine Ahnung, Ketchup drauf und das reicht. Aber nein, du hast ja ganz spezielle Wünsche. Eieiei. Was fällt den Leuten ein? Bro. Lettuce, ketchup and mustard. Lettuce, ketchup and mustard. So, der ist fertig. Da haben wir noch einen weiteren. Dafür müssen wir aber erstmal ein neues Paketchen hier aufschnibbeln. Also zip. Puh. Trickshot. Zip. Und wie war der andere? Cheese, lettuce and ketchup. Okay. Cheese, lettuce and ketchup. Cheese, lettuce and ketchup. Cheese, lettuce and ketchup. Cheese, lettuce and ketchup. Also bitte sehr. Cheese, lettuce and ketchup. Hast du das gerade? One with cheese, lettuce and ketchup. Der wollte den, aber ich habe den anderen nicht zuerst gegeben. Ich esse meinen Hintern. Danke sehr, dass du meinen Job noch anstrengender machst. Du Blödian. So, wie war der zweite? One with lettuce, ketchup and mustard. Oder habe ich... Den habe ich doch nicht gemacht. Cheese, lettuce and ketchup. Cheese, lettuce and ketchup. Thanks. Smells like a good burger. Ja. Und ich smelle gleich meine Faust in deinem Gesicht. Du Arsch! Mann, Mann, Mann. So, möchte irgendeiner einen Burnt Burger? Hier, für die Nachbarschaft. Viel Erfolg. Wir haben sogar ein Salz und einen Pfefferstreuer, aber als ob wir den benutzen. Nö. Wofür auch? Moin. Beer and a hot dog with mustard and ketchup. Okay. So, nehmen wir schon mal das Paketchen hier mit. Schade. Fast in der Luft erwischt. Es gefällt mir aber, wie man das hier spielt. Also wie man so die Sachen irgendwo hinwirft und so. Ist schon ganz funny. Und guckt. Let him cook. Zack, zack. Was soll da rein? Hotdog with mustard and ketchup. Und bitte sehr. Did you hear about the guy that died in a car crash yesterday? Kollege, ich mache hier Burger und Hotdogs. Meinst du wirklich, ich lese die Nachrichten? Ich habe da gar keine Zeit für. Ich bin ein Overperformer. I heard his wife left him for another dude. Oh!
Oh. Scheiße, das ist der, dem wir 5 Bier gegeben haben. Police found alcohol in his blood. Also ich habe ihn jetzt nicht gefragt, ob er danach noch Auto fahren will. Das ist sein Bier. Also, quite literally war es mein Bier ab. Egal. Don't drink and drive, I guess. Take care. Ey, Freunde, wir kriegen hier nochmal eine richtige Moralkeule mit. So klappt es. Kein Alkohol und Autofahren. Selbst ein Bier. Es ist legal, aber es ist dumm. Tut es nicht. Sip, sip. Hallöle. Möchte noch jemand was Leckeres zu essen? Dann komm nicht zu mir. Haha. Moin. One coffee, please. I have to study all night. Okay, es hat mich jetzt nicht interessiert, dass du arbeitest, dass du studieren musst, aber... Overshare, I guess. If you want to. Habe ich gerade die Kapsel irgendwie sonst wohin gepfeffert? Also nochmal. Zack. Nice. Es geht einfach durch den Deckel. Oh mein Gott, der Magiedeckel. Crazy. Zip, zip. Bitte sehr. That was fast. Thank you so much. I've heard some strange stories about this place. Are they true? Do you also see them? See who? Never mind, I have to go, it's getting late. Keep the change. So, wen sollte ich sehen? Wo ist mein Messer hin? Ich hab's noch. So. Niemand hier. Puah! Einfach irgendwo hin pfeffern das Gerät. Yo! Es geht. One burger with cheese and a cold beer. One burger with cheese. One burger with cheese. I need one burger. One burger cheese. One burger with cheese. Und was wolltest du dazu? And a cold beer. Damn. Okay, ich glaube, ich habe auch keinen Käse mehr. Den muss ich gleich nochmal herholen. Cooked. Ein leckeres Käsepaket. Puh. Nice. Burger with cheese, bitte sehr. Und ein kaltes Bier. Wir haben tatsächlich auch nur noch eins. Bitte sehr. Thanks. Here you go. Danke, Mann. Stay safe. Warum sagst du das? Ich werde gleich abgestochen, oder? Danke dafür. So, ich packe nochmal ein paar Bier hier. Stehe ich nochmal... Fuck. Ach, Mann. Naja, ich stehe ja schon mal richtig, ne? Ah, ja! Okay, das sollte jetzt gerade der Fahrer sein. Aber wie der da reingefahren kam. Junge, der musste ja komplett los. Tag. Wanna hear a joke about pizza? Nee, bestell bitte einfach. Never mind, it's too cheesy. Get me a coffee and a hot dog with ketchup, ja, besser ist. A coffee and a hot dog with... Warte, ein Hot dog with was? With ketchup. Ich dachte gerade, der wollte einen Hot dog mit Cheese. Ich dachte schon, was mache ich jetzt? Oh, hier sind noch eine Menge Würstchen. Ich dachte, was kreiere ich jetzt hier schon wieder für verrückte Sachen? Coffee, bitte sehr. Hot dog with ketchup. Lecker ketchup. Thanks, here you go. Kein Problem, Mann. Danke sehr. Hey, meine Shift ist vorbei. Ein wundervoller Tag geht zu Ende. Mann, ich liebe es hier. Tag Nummer 3. Okay. Okay, gestern haben wir den einen Typen vertrieben, der meinte, dass, ne? Mit dem Master und so. Moin. I see you're still here. You must really like this job. I hope it pays well. Can I get a soda with and a burger with everything? A burger with everything. Erstmal kriegst du deine Soda. Achtung, Kobe. Sehr gut. Und du hättest gern Burger. Ich nehme mal den Bodenburger, ne? Der schmeckt tatsächlich sehr, sehr lecker. With everything. Was heißt denn mit with everything? Lettuce, Cheese, Mustard, Ketchup, Burger. Zack. Lettuce, Käse, Ketchup, Messer, Mustard. Bitte sehr. Thank you. I don't know if I'm paranoid or I watch too many scary movies, but I have a feeling like somebody is following me around. A lot of creepy people around here. Be careful. Ja, vielleicht solltest du auch nicht immer um Mitternacht irgendwas hier beim Kiosk kaufen. Hello? I see you. Who is this? Why are you calling? Sleep with your eyes open. Okay. Brauchen Sie das mit Ketchup und Senf oder... Oh, moin! Guten Tag. Hey, man. Can I get two cups of coffee? Coffee. And one hot dog with lettuce and mustard.
Okay, du kannst gerne copy. Hotdog. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, was er da drauf haben wollte. Junge, ich wäre so scheiße in so einem Laden hier. Ist ja crazy. Okay, wo sind die Buns? Da. Ich glaube mit Lettuce und Mustard. Nein. Oh, knapp. Mit Lettuce und Mustard. Okay. Lettuce müssen wir nochmal schnibbeln. Also. Lettuce. Oh, ey. Oh. Bitte sehr. Und du wolltest 2 Kaffee haben. Du Verrückter. Okay, wo haben wir denn die Coffee-Packages? Coffee-Kapsül. Wupp. So. Nehmen wir schon mal wieder ein paar mehr mit. Können wir einfach hier auf den Boden feuern. Falls andere Leute auch noch einen Kaffee wollen. Kriegen sie einen leckeren Bodenkaffee, wa? Ein Coffee. Keine Sorge, zweite Coffee kommt. So, wo haben wir die Coffee Cup? Ne, das Lid. Cup. Hier, ein paar Cups brauchen wir noch. So sieht's aus in einem guten Kiosk. Did you know that butterflies drink blood if there is an option? I always found them creepy. Here you go. Was haben die Leute alles für Fun Facts? Haben die schon mal was von Fun gehört? Weil, I don't think so. Ach Gott, shit. Achtung. Es kommt bestimmt ein Chumski ab. Ah! Oh. Fuck me, Alter. Die Jumpscares sind richtig cheap, aber die sitzen echt gut. Die sind oh. Kommt der hier einfach reingeheatet? Moin. 2 Hot Dogs with lettuce and mustard. 2 Hot Dogs with lettuce and mustard. Okay. Einen haben wir. Zack. Lettuce and mustard. So. Letters and Mustard. Oh, boah, wie der sich da reingesneakt hat, damn. Letters. Mustard. Einer. Zack. Hoppala. Letters and Mustard. Thanks! Police found his body, by the way. Guy that worked here. My friend. Report says he was stabbed over 50 times. His body was in some bushes near the park, not far away from here. He was left to rot in this rain. Didn't deserve what happened to him. No one does. Keep the change and stay safe. Ich würde gerne den Laden jetzt zumachen, weil ich habe Angst, dass ich abgestochen werde. In dem Busch da vorne. Die Angst, sie ist durchaus da. Tach. Oh my god! You see them too, don't you? What are you talking about? I could see the fear on your face. You should quit this job. It's not worth it. Give me a beer. Maybe you should get one too. Okay. Thanks, and remember, you're not alone in this. I also see them sometimes. Stay safe. What a weird thing to say. Warum höre ich plötzlich so laut meine Schritte? Habe ich die schon immer so laut gehört? Werde ich verrückt? Moin. Okay, I have another good one for you. Why did the hot dog marry his wife? Because she had great buns. Das verstehst du wegen A. Just give me a beer and a burger with cheese. Ich weiß nicht, ob ich dir ein Bier geben sollte, wirklich. Du wirkst wie ein verrückter Typ. Burger Package. Was wolltest du auf deinem Burger haben? Burger with cheese. Okay, dann müssen wir, glaube ich, nochmal einen Käse holen. Okay, der hat mich jetzt wirklich nicht erwischt. Okay. Nein, nicht Lettuce! Oh Mann, warum rutscht denn der Lettuce da rein? Ja, der ist nicht für dich. Guck dir den nicht an. Einfach so an ihm vorbeigeschossen. So, diesmal bitte kein Lettuce da rein. So, nur Cheese, ne?
A burger with cheese. Man nennt das Ganze auch übrigens einen Cheeseburger in unserer Welt, aber wem erzähle ich das hier? Cheers! Das heißt Cheese. Immer noch. Eieieiei. Ich nehme mir schon mal wieder ein Burger-Paket mit. Falls gleich nochmal einer einen Burger haben will. Och nö. Okay, das wird der letzte Jumpscare bestimmt. Ein Paket, wie lieb! Bro, was? Game made by Vivi. Also ich habe mit allem gerechnet, aber nicht, dass wir hochgehen wegen einer Bombe. Ich dachte, wir werden Leute, das war, Kiosk. Falls ihr euch je gefragt habt, wie es ist, in einem Kiosk zu arbeiten, now you know. Ich weiß, was ich nicht mehr mache. Ne, das wird kein Job von mir. Nope.